Palim, Hilfsaufseher. Du hast einen Stern. Mit dir kann ich nicht reden, Arschloch. Denkst du, du bist was Besseres? Kommt, verneigt euch vor mir. Ja! Ich möchte eigentlich ehrlich gesagt ziemlich gerne in dieses Kino mal rein. Du kriegst ja immer mal wieder diese Chips. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist aber auf einem anderen Planeten. Ja, ich weiß. Okay, ich bin bei der alten Oma. Aufseherin Ragata. Nicht ihr. Nicht ihr. Ihr seid für meine Prüfung noch nicht. Ach, das ist Fernkampf. Was? Level 10 Fernkampf. Stufe 10 Fernkampf, ja. Ah, oh, schon, wieso bin ich noch nie bereit für dich, ey? Ich bin jünger als du. Ich hab. Nee, das sag ich nicht. Was ist das hier? Hier ist alles rot. Hier gibt's nix. Kann man sich hier hinlegen und schlafen? Nö, schade. Ich mute mich kurz. Ja. Ich akzeptiere sämtliche Währungsformen. So ein Mist brauche ich nicht. So, wieder da. Ja. War nur ein kleiner Dialog. Ja. Oh, da komme ich nicht rein, schade. Gefängnisse. Komme ich wieder zur Haupthalle? Oh. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich habe zu arbeiten. Ruhig mal mit mir reden, du Hund. Und da geht's auch noch nicht weiter. Oh, da oben geht's aber noch weiter. Warst du in der Akademie schon oben in der zweiten Etage? Und in der dritten, ja. Gibt's da irgendwas? Nur ein Lehrer, der dir manche Fähigkeiten verkauft, je nach Stufe, die du bist. Irgend so ein Aufseher Ranse. Du weißt, ich hasse Namen. Kann sein. Ich werde euch Klingenwände, ja. Ja, das ist der. Gleiternavigation. Entfesseln, das kostet ja alles gar nichts. Ja, das sind Fähigkeiten, die du mit deinem voranschreitenden Level erlernst. Ja, ich habe jetzt einfach mal alles genommen. Ja. Nachtschrei, ja, das macht mich ein bisschen stärker, das weiß ich. Schwertschutz. Stellt einen Nicht-Schwertschutz auf, der die Nah- und Fernkampf hat. Ja. Führt eine Reihe von Lichtschwertangriffen aus. Kommt mal auf die 6 und das kommt da weg. So.
Aber sonst gab es ja nichts bis auf den Idioten, oder? Nee, ich glaube, ich musste dann nur einmal wegen der Nebenquest-Reihe, die du unten in der ersten Korriban-Höhle an dem Kottes hoch. Okay. Und sonst in der dritten Etage ist gar nichts. Also absolut gar nichts. Ja, da kommt man da vielleicht noch hin. Los, verneigt euch! Ich bin euer neuer Meister. Oh ja, ich finde das so geil. Dann würde ich mal sagen, fahren wir eine Runde Taxi. 5 Minuten habe ich gerade aufgenommen. Was? Taxi wohin? Um die Beste zu töten in die Wildnis. Bestien killen? Wildnis? Oh, oh. Taxi der unteren Wildnis. Feldforschungsbereich Taxi, die beste Tür. Nein, ich will erstmal dorthin. Reiseroute bestätigt. Da kann ich noch ein bisschen leveln vielleicht. Ach, mein Sohn hat wieder geschrieben. Alter, ist 21 Uhr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist meine 8. Folge. Da ist wieder so ein Emitter-Ding ins Bummens. Lande, lande. Ich hab gesehen, wo es ist. Ich hab's mir gemerkt. Ich will dahin. Du weißt schon, wie das Ding heißt, oder? Warte, warte. Das heißt Data Taxi. Neuer Codex-Eintrag, irgendwas mit Wildnis. Egal. Ihr quatscht mich jetzt voll. Ich will dahin. Das läuft dir nicht weg. Nee, ich vergesse es ja sonst wieder, wenn ich da nicht hingehe. Hey, du musst da wahrscheinlich häufig hinfliegen und dann siehst du es ja jedes Mal wieder. Ich will's aber jetzt haben. Jetzt kommt da das kleine Kind in mir aus und ich komme da nicht hoch. Scheiß Spiel. Ich deinstalliere dich wieder. Ja, dafür brauchst du wahrscheinlich diesen Flug. So einen höheren Sprung. Könnte theoretisch sein. Oder man kommt von der anderen Seite irgendwie ran. Oder das. Wachsamer Posten. Dann pass mal besser auf. Dann fang ich an zu wüten. Oh. Oh. Dann ist vorbei der Mai. Sergeant Resig. Wollt ihr eure Ausstattung aufstocken? Oh, hier kann man Rüstung kaufen. Beinwinkel der Reisenden. Ach, hier ist wieder ein Storybereich. Ich mute mich kurz. Ja. Holy moly! Aber ich werde mir keine Rüstung kaufen. Viel Glück bei der Jagd. Brauche ich, um ehrlich zu sein, auch nicht. Oh, Gegenstandsmodifikationsteil. Ja, ich hab nix. Wollen wir mal gucken, wie stark die Mobs sind. Level 3, bitte was? Das ist doch ein Witz. Die Mobs sind echt ein Witz, aber gescheint gut XP zu geben. Du.
Wieder da. Ja. Was, ja? Ja. Hä? Nix, nix. Ich kämpf grad gegen irgendwelche Tukaraka-Dinger-Dingsbums. Die Dinger, die so ähnlich wie die Super Carquas aus Minecraft aussehen, die Teile? Keine Ahnung, ich hab die Viecher noch nie wirklich gesehen in Minecraft. Ja. Überdimensional große Zähne. Nö, sowas haben die hier nicht. Die haben nur Hörner. Das meine ich, ja gut. Okay, hier oben geht's lang. Da ist noch so ein Pümmelvieh. Was? Oh. Läuft. Blut, 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 Blut. Whee! Bounce. Die Viecher sind halt alle fast One-Hit. Mit zwei Hits brauch ich. Ja, also ich mach eine starke Attacke und eine leichte und die sind weg. So, was ist das hier? Wo sind wir jetzt? Korriban Wildlandlabor. Was? Lord Wacker. Warack. Warack. Ich bin zu beschäftigt, um mit euch zu sprechen. Wie heißt das jetzt? Lord Waracken. Ey, das ist. Ey, diese Namen. Hilfe! Das einzige Gute ist, du kannst ziemlich sicher sein, dass hier auf dem Server nur Deutsche sind. So, ich hab jetzt Feldforschungsbereich angeklickt, nichts passiert. Feldforschungsdruide. Autorisierten Ziele. Ach nee, das ist Flugzeug. Reiseroute bestätigt. Lootkiste, gibt's hier eine? Nein! Einmal hier runter. 16 Schaden bekommen. Oder 116. Lord Renning! Ein junger Akolyt, der meine Experimente sehen möchte. Das freut mich. Ich hoffe, der Anblick eines besudelten Operationstischs macht euch nichts aus. Ich fürchte mich nicht vor toten Dingen. Gut und schön. Aber Abwesenheit von Furcht ist nicht dasselbe wie wahres Interesse. Das hier war einmal ein Tokata. Das sind die hundeähnlichen Kreaturen, die in den Gräbern von Korriban hausen. Sieht äußerlich nach nichts Besonderem aus. Nur ich kann sehen, dass dieses Geschöpf ein Ausdruck purer Energie der hat schöne Augen. Die hier Gestalt erlangt. Nur ich kann sehen, dass dieses Geschöpf ein Ausdruck purer Energie der Dunkelheit. Dunklen Seite ist, die hier Gestalt erlangt. Ihr seid ja ziemlich Egomane, ich bin mein... Erstaunlich. Und wie habt ihr das festgestellt? Die Macht hat es mir mitgeteilt. Sie spricht zu mir. Die Macht ist lebendig. Sie drückt ihren Willen in der physischen Welt aus. Dieser Tukata war eine Form davon. Sind wir auch so eine Form? Sith verkörpern die höchste Erscheinungsform des Willens der Macht. Ich habe hunderte von Tukatas seziert und dadurch eine direkte Verbindung zur dunklen Seite geschaffen. Jedes Tier, das ich untersuche, bringt mich dem vollkommenen Einssein noch näher. Ich stehe kurz vor einem großen Durchbruch und jetzt geht es nicht weiter. Mein wichtigstes Exemplar, ein mutierter Tukata, ist in die Gräber entkommen, bevor ich ihn analysieren konnte. Eure Arbeit ist zu wichtig, um nicht fortgeführt zu werden. In der Tat. Vielleicht hat euch die Macht aus gutem Grund hierher geführt. Ihr Akolyten müsst euch doch für die Prüfungen in diese Gräber begeben. Ihr könntet den Tukata für mich jagen und mir sein perfektes Gehirn bringen. Meine Schülerin Malora hat gesehen, in welches Grab das Tier geflohen ist. Fragt sie danach. Helft mir und ihr werdet belohnt. Ich werde mit Malora sprechen und dann das Nötige tun, mein Lord. Es ist eine noble Bestimmung, mir zu dienen. Das wisst ihr hoffentlich zu würdigen. Da hatte der eigene Dialog. Ja. Jetzt muss ich erstmal die komische Uschi finden. Uschi?
Ja, irgend so eine Malora. Was hat er überhaupt für eine angenommen? Dunkle Wissenschaft. Ich muss irgendein mutiertes Vieh das Gehirn rausjagen. Neben- oder Hauptquest? Nebenquest. Ehrlich gesagt noch nicht so viel gefunden. Alles nur Nebenquests. 15 Minuten haben wir ausgenommen. Hier kannst du wieder gut leveln. Gegner sind zwar nur Level 5, aber es sind wieder mehr als genug. XP. Ja, also mehr als genug so in einer Gruppe. Und der hat einen lilanen Strahl. Oh, wieder so ein Imperatorship. Und es gibt wieder Medipacks. Nice. Und hier komme ich zu diesem Data. Data-Dings hoch. Also einfach nur ein Umweglauf. Ja. Zum nächsten Grab halt. Das ist lila. Es verbessert die Beherrschung der Attribute. Bescherung plus 2. Ja. 6 Eroberungspunkte. Galaktische Geschichte 16, die Alskana-Konflikte. Die sagen mir einfach mal gar nichts aus dem Star Wars-Universum. Die Data? Nee, was ich hier gerade gesagt habe, diese komischen Konflikte. Also. Wo muss ich denn hin, sage mal, wo ist denn die Alte? Da oben! Brenne ich ja fast richtig. Boah, hier geht's noch weiter. Wo gehe ich jetzt als erstes hin? Zu der Alten oder? Ich gehe da lang, bevor ich zur Alten gehe. Lager des Soldaten! Tod! Die sind halt ein Witz mit Level 4. Merkt man ja mal. Deutlich, in welcher Reihenfolge man was machen hätte sollen. Woher sollte man das wissen, dass man anstatt erstmal Akademie und so erstmal hier in die Wildnis muss? Das ist doch dumm. Ich sag nur so als Mini. Okay. Hier gibt's auch eine Fortschrittsmission und ich bin Level 11. Hab wieder 2000 EP auf einen Schlag. Weil ich hier unten 15 Gegner besiegen muss. Der nächste imperiale Chip fürs Casino. Ja, ich glaube, da kann man auch ordentlich. Das ist fast schon GTA-mäßig. Da kann man ordentlich abholen. Oh, hoffentlich. Scheiße, weil der nicht da ist, oder? Deswegen verkaufe ich regelmäßig. Gürtel des Aufspürers der Hutten. Ist der gut? 68 Rüstung! Der ist wert 30! 11 Beherrschung plus 5 Ausdauer. Anziehen. Wenn du es kannst, okay. Kann ich. Oh, hier ist ein Speeder! Ich kann die nicht verwenden. Oh, das ist jetzt gemein.
Das ist gemein, wenn die eben so eine Lust drauf machen. Ich sag nur so, du kannst sie noch nicht verwenden. Ich muss jetzt... Nee, das ist so ein normaler Speeder. Ja, aber wie gesagt, später kriegst du den Sound. Sound, Musiklautstärke. Ich mach die jetzt auf... 3%, dass ich die höre. Und ich lege andere Musik da dahinter. Das kann nicht sein. Ich will halt ein bisschen Monetarisierung dabei haben. Muss ich nochmal in die Einstellung gehen. Jetzt sind die anderen Sounds zu leise. Effektlautstärke 96, Umgebung 96, Sprache 100. So. Kann ich auch die Gesamtlautstärke allgemein ein bisschen erhöhen. 50, 60. Ey, 60, nicht 58. OBS, gut, kann noch ein bisschen. Ich habe halt wirklich nur einen einzigen Mini-Kritikpunkt an das Spiel. Und der wäre? Dass ich es ein bisschen zu freizügig finde. Hä? Ich denke, es geht an was anderes. Hä? Storymäßig gesehen. Was du auch eben sagtest. Man wird überhaupt nicht in irgendeine Richtung gelenkt. Man kann alles machen, was man will. Ja, Open World. Merkt halt dann, ob die Quest zu stark ist oder nicht, wenn man sie gemacht hat. Was heißt zu stark? Du hast ja die Levelanzeige der Gegner. Und da kannst du dann halt feststellen, ob du dafür schon geeignet bist oder nicht. Mit Level 10 gegen Level 9er Gegner ist klar, das ist schwerer, als wenn du mit Level 20 da reinrennst. Klar, aber... Ich meine einfach nur generell. Bei der Hauptstory gibt es ja ziemlich, ziemlich viel gestrickte Sachen. Und die Nebenquests kann man immer annehmen, egal welches Level man hat. Dass man da vielleicht ein Level-System einführen würde. Die Attacke war gerade böse. Ich sag mal so, bis jetzt kann ich mich noch nicht beschweren. Ich feiere das bis jetzt noch, außer dass es halt mit der Musik und dann die Monetarisierung wieder abgelaufen ist. Aber sonst, ich feiere das bis jetzt noch. Colonel Bagger, du stirbst. Dein Name gefällt mir nicht. Der ist der Erste, der tot umgefallen ist. Was ein Lutscher. Was hattest du gesagt? Greifst du gerade einen Spieler an? Nö. Ein Vorgesetzten der NPC-Bosse. Verbannter Akolyt. Tschüss, du stirbst. Siege Akolyten, bla bla bla, ist wieder ein Bonus. Ich muss noch 4 Stück klatschen. So, da haben wir 4 geklatscht und jetzt diese. Und wieder 2000 XP erhalten. Korriban-Mission abgeschlossen. Was soll ich dazu sagen? Das ist mir immer noch irgendwie ein Ticken zu leise. So. Ja, perfekt.
Nicht perfekt, jetzt übersteuert's. Scheiße. Das müsste jetzt so passen. Nächsten Kampf suchen. Ein klein Müh muss ich runterstellen. So. Im Übrigen, Nutzerinfo, ich höre auch keine Hintergrundmusik mehr. Ich habe es da hinten gemacht. Ja. Halt beim Kampf mal nebenbei auf OBS achten. Ist doch noch ein bisschen zu laut. Es übersteuert alles gerade ein bisschen hier. Das darf nur bis dahin kommen. Nächster Kampf. Da ist der Story-Modus. Hier draußen pimmelt noch einer, um den ich klatschen kann. Genauso laut wie wenn ich rede. Das ist ein bisschen scheiße gerade. Die Springe kommt an die gelbe Grenze. Gut, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich die Einstellung hier öffne. 85. 83. Das. Das. So, das müsste jetzt aber wirklich mal passen hier. Einigermaßen passt es. Ansonsten muss ich das dann später nochmal einstellen. Ich kapiere es nicht. Oh, blaues Feuer. Schön. Ach stimmt, ich muss mich ja dazwischen setzen. Außer Reichweite. Wow. Monsterli, wo bist du? Da. Was machen die? Das war mal ein Riesenmonster. Ah, da. Also, Darko. Ja? Das Monster war gerade Level 6 von der Hauptquest. Ich glaube, die Nebenquests sollten erst danach kommen, die eine mit der Hassmaschine. War ja auch das, was ich schon gemeint hatte. Ich habe halt so gut wie kaum Schaden bekommen gerade. Hey, warst du gerade Hauptquest? Ich war gerade da hier in dem Ding der Hauptquest, ne? Ich weiß nicht.
Das ist halt auch da, wo es noch ein paar Nebenquests gibt. Ei, 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 aber das Vieh hat einen Riesenschädel, ey. Gisara! Aber jetzt muss trotzdem irgendwo noch die komische Uschi stecken, die Malora. Ich muss dann unbedingt in die Aufnahme reinhören, wie das soundtechnisch ist hier. Erstmal einen Punkt zum Safen suchen. Überall sind Gegner. Oh, hier geht's noch. Oh. Okay. Hier war ich noch gar nicht. Dann stelle ich mich jetzt hin und beende die Folge.